Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch zu diesem heutigen Video mal aus einer etwas anderen Perspektive. Ihr könnt ja nachher mal reinschreiben, ob euch die Perspektive vielleicht sogar besser gefällt als die bisherige. Ja, wir merken, beziehungsweise ihr seht schon auch, es ist extrem warm geworden. Das heißt für mich als Mike, der Altenpfleger, der jetzt im Dienst ist, bei ja, über 30 Grad, gestern haben wir in der Spitze 36, glaube ich, gehabt, was hier auf dem Autothermometer stand. Ja, heißt das wieder, ich bin in einem Wettbewerb und zwar mit meinem Dienst-Pkw. Wer von uns säuft mehr? Säuft der Wagen mehr auf der Fahrt oder saufe ich mehr? Also gerade wenn das so heiß ist, ganz ehrlich Leute, da hau ich teilweise ja, 4-5 Liter am Tag locker weg. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist wieder so ein Wetter, gerade wenn man dann arbeiten ist, wo man echt nur noch trinkt und boah, ist richtig, naja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine, meine Lieben. Ja, wir starten ins Wochenende so langsam. Heute Abend natürlich wieder der kritische Live bei Menschen weigert euch Feinde zu sein. Wie gesagt, wir starten dort bei YouTube, D-Live und Twitch und so nach einer gewissen Zeit schmeiße ich dann YouTube raus und wir gehen auf D-Live und Twitch, wo wir dann über die kritischeren Themen sprechen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr WeSee benutzt, Nutzer seid, weil ich da jetzt wahrscheinlich auch mehr oder weniger mit rüber wechseln werde. Dadurch, dass da halt auch größere Projekte im Hintergrund sind, die auch für mich natürlich interessant sind, bin ich gespannt. Ja, ich weiß nicht, ob ein paar von euch das mitbekommen haben. Ich hatte ja im letzten Live noch einen Gast gekappt, mit dem ich mich dann auch danach noch ein bisschen privat nochmal telefoniert hatte. Und ja, da ist auf jeden Fall sind einige interessante Sachen bei rausgekommen. Ja, meine Lieben, ich weiß nicht, wie ihr jetzt den Start ins Wochenende habt. Müsst ihr arbeiten? Habt ihr am Wochenende frei? Könnt ihr das Wetter genießen? Habt ihr irgendwelche bestimmten Pläne für die nächsten Tage? Das würde mich einfach mal interessieren. Ich werde mal wieder ein relativ ruhiges Wochenende angehen. So ein bisschen die ersten Planungen für die Sommertour nochmal verfeinern. Wie gesagt, sie startet am 3.7. in Maria Laach am Laacher See. Vielleicht werde ich jetzt am Wochenende schon mal runterfahren, mir dann nochmal vor Ort das Ganze angucken, wie das Ganze ist, parkplatztechnisch, wo man sich da gut treffen kann. Und wahrscheinlich werden wir dann den zweiten Halt an der Möhnetalsperre machen, dass ihr da schon mal so grobe Informationen habt, meine Lieben. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Start in den Freitag, in den letzten ja, Werktag dieser Woche und hoffe natürlich heute Abend wieder viele von euch im Live begrüßen zu dürfen und hoffe auch wieder auf einen interessanten Austausch mit euch zu den verschiedensten Themen. In dem Sinne, meine Lieben, bis zum nächsten, euer Mike.